Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft. So, es gibt gleich eine neue Änderung. Wir sind zwar noch nicht in der 1.5.1, aber wir haben, so wie es aussieht, neue Beleuchtung. Ja, das CUDA Shader Pack 12.5 verwende ich. Leicht abgewandelt. Also leicht wieder modifiziert. Ansonsten ist es das 12er Version. Zurzeit habe ich die Monster aus. Das stammt noch aus der letzten Aufnahme her. Wo ist die letzte? Wo ist die? Ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich einen Hänger. Genau, die Speed-Folge war die letzte Aufnahme. Da habe ich die Steine abgebaut. Da habe ich auch die Monster abgeschaltet. Und ein bisschen was vorbereitet. Eigentlich war jetzt geplant, dass ich da hinten weitermache. Aber ich wollte noch was anderes vorbereiten. Und das habe ich in dieser kurzen Zeit nicht mehr hingekriegt. Deshalb machen wir jetzt noch eine andere Sache. Was könnte man machen? Wir müssen diese Spitzhacke verzaubern. Das heißt, wir gehen da jetzt mal hin. Monster könnten wir einschalten, ausschalten. Optionen. Ach, seht ihr, das machen wir gleich. Einfach normal. Man sollte natürlich dann die Waffen auch wieder so hinlegen, dass sie da liegen, wo sie hingehören. So. Und da sehen wir auch schon wieder gleich ein paar schöne Skelette. Aua. So, hier geht's auch gleich wieder voll zur Sache. Wir werden hier gleich attackiert von allen Seiten. So, das ist jetzt auch Geschichte. So, welche Neuerung gibt's denn? Die erste Neuerung ist ganz einfach. Fackeln können jetzt auch schön als Fackel auch leuchten. Das tun sie jetzt auch. So einen leichten roten Stich haben sie drin. Halt wie eine richtige Fackel. Die Jungs leuchten nicht. Muss auch nicht unbedingt sein. Wir haben natürlich jetzt hier sehr viel Monster unterwegs. Ist gut für uns, können wir gleich mal ein bisschen XP wieder farmen. Und auch gleichzeitig mal die Gegend wieder terraformen. Nun komm schon, stirb endlich. Und ich muss was essen, sehe ich gerade. Und das ganz fix. So. Da kommt auch schon eine Spinne. Die auch hops geht. So, das war die Spinne. So, mit dem Creeper möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Und das war der Creeper. Und dafür nehmen wir jetzt hier den Zombie auseinander. Wunderbar. So, es geht auch schon bald wieder der Nacht zum Ende. Bald wird Tag sein und dann werden wir auch mehr Licht haben. So. Oben ist er. Wo bist du? Da bist du. So. Jetzt sieht man auch, dass die Fackel ein bisschen Licht spendet. Das ist teilweise sehr nützlich, wenn man jetzt hier durch dunklen Ecken geht. Aber man hat halt nur diese eine Fackel in der Hand und hat keine Waffe. So, aber gleich oben an der Hütte angekommen. Hier sollte es relativ sicher sein. Ja, nee, ist klar. So, das war die Spinne. So, erstmal rein da. Gut, hier oben haben wir ein bisschen wenig Beleuchtung.
sorgen wir mal für ein bisschen mehr Beleuchtung. So, jetzt aber erstmal ins Haus. Spitzhacke. Und die da rein. Da brauchten wir, hatten ja gesagt, Behutsamkeit wollen wir haben. Haltbarkeit brauchen wir. Es ist Level 30 und Effizienz war natürlich auch nicht schlecht. 26. Ach so, immer noch 26. Ist Level 30. Level 35 sind wir nicht. Wir nehmen nur Effizienz 2. Wir nehmen Level 30. Zack. Und damit haben wir jetzt eine neue Behutsamkeitsspitzhacke. Hier haben wir die andere. Das war eine Eisenspitzhacke, die ja eigentlich aufgebraucht ist und die wir wiederbekommen haben. So, jetzt gehen wir aber nach oben. Und lass uns mal schön den Sonnenaufgang entgegenkommen. Ja, doch, mit dem neuen Shader sieht das doch richtig klasse aus. Ja. Doch, hat er gut gemacht, muss man sagen. Wie schon, ich habe das ein bisschen modifiziert. Es gab vorher schon die 1.12er-Version. Oder die 12er-Version. So, jetzt habe ich's. Ups. Na. Und. Und noch einmal. Und noch ein einziges Mal. Zack. Und damit haben wir auch Ruhe. Gut. Aua. Schon gesagt, die 12er-Version gab es schon eine ganze Weile. Der Knabe, der die 12er gemacht hat, den CUDA-Shader, der ist jetzt auch bei der 13er schon bei. Nee, du explodierst hier oben nicht. Und dann auch schon wieder Level 5. Wie man sieht, im Schatten sind die Fackeln auch aktiv. Ja, doch, hat er schön gemacht. Wie schon, ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen aufgehellt. Eine kleine Änderung noch reingebracht. Ansonsten ist das komplett sein Shader. Ah, Mist. Das sollte doch jetzt nicht passieren. Oh, da haben wir ein bisschen Kohle gefunden. Das sollte doch so gar nicht passieren. Aber ist halt nun mal passiert. Geht nicht anders. So. Ja, wir haben ein bisschen Erde dabei. Welche ist das? Haltbarkeit. Effizient und Haltbarkeit, das ist gut. Nehmen wir die Kohle hier gleich mal mit. Und was auch wieder hinter uns. So, füllen wir hier mal ein bisschen was auf. Na, komm auf. Und hoch. So, ja, nicht runterfallen. Na ja, gut, fehlt ein bisschen was. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das passiert halt, wenn man mit Monstern anspielt. Gut. Wir nehmen das Schwert in die Hand und ziehen weiter. Ja, was habe ich denn jetzt vorgeplant? Auf jeden Fall ist jetzt geplant eine kleine Expedition. Wir waren schon lange nicht mehr auf richtiger Reise. Letztes Mal haben wir Höhlen gesucht. Aber so eine richtige Expedition haben wir lange nicht mehr gemacht. Und ich habe jetzt mal überlegt, wir werden mal eine kleine Expedition machen. Mal schauen, wo es hingeht. Ein bisschen vorbereitet sind wir. Wir haben Fleisch, wir haben Brot, wir haben alles noch dabei. Die Glücksspitzhacke, wenn wir die jetzt noch im Inventar haben, werden wir die ablegen. Ansonsten, zapp. Behutsamkeit, die packen wir wieder weg. Ja, die Glück packen wir weg. Die beiden nehmen wir mit. Und die packen wir auch weg. Die müssten repariert werden. Die kommt da rein. Die kommt auch da rein. Und waren das nicht gerade drei Spitzhacken? Ach ja, Glück. Kommt da auch rein.
So, was in dieser. Das geht eigentlich doch. Gut, ansonsten, den Kram, den wir dabei haben, können wir mitnehmen. Wir gehen ja nur auf Expedition. Ich habe auch nicht vor, irgendwie zu schlafen. So, wir können mal kurz da hinten hochgehen. Na, lauf schon. Lauf doch. So, jetzt läuft er. So, wir gucken mal noch mal, was wir oben so haben. Ja. Hier ist noch einiges zu tun, aber wie schon gesagt, ich möchte hier erst weitermachen, wenn ich das andere vorbereitet habe. Es ist ein Gimmick halt zur Aufnahme, da wir nicht unbedingt an der Stelle hier. Ja, doch, sieht mit dem neuen Shader richtig klasse aus. Nur halt dieser extreme Übergang, wenn Wolken drüber sind, dass man auch so extrem rot sieht. Gut, ist noch ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich so sein muss. Naja, gut. Lassen wir es erstmal mal schauen, wie der 13er rüberkommt, was aus dem 13er macht. Ich habe ihm meine Vorschläge unterbreitet, so wie ich es hier gerade spiele. Genau, ich wollte euch das mal zeigen, wie das aussieht mit seinem Original-Shader. So sieht es originaltexturtechnisch aus. Fackeln leuchten, wie man hier gerade sieht. Auch wenn die Sonne direkt drauf scheint. Es ist ein kompletter Gelbstich. Meine haben jetzt ein bisschen Rot drin. Zum Unterschied nochmal. Da rot jetzt. Aber die Fackel leuchtet hier nicht drumherum. Wenn die Sonne reinscheint, hat es halt hier einen leichten Rotstich. Oder. Ne, hier sehen wir einen leichten Übergang in Rot. Mal gucken, ob man das noch wegkriegt. Ich habe das jetzt erst mal auf die Schnelle gemacht. So, da hinten sieht man es auch. Ja, wieso sind wir jetzt gerade hierher gegangen? Einmal um hier hoch gucken zu können. Na, wenn jetzt die Schatten drauf fällt, sieht man hier leichter Rotstich. Dafür leuchtet es aber nicht bei Tag, wenn die Sonne drauf scheint. So, ich wollte hier gucken, einmal aus dem Grund. Aber hier auch wieder runtergehen. Autsch. Und zwar wollte ich gucken, aua. Ich glaube, hier konnte man nicht weiter erkunden, weil hier war mehr. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier war komplett mehr drumherum. Ja, bis jetzt hier war nur mehr, genau. Ist natürlich nicht sehr gut, wenn man was erkunden möchte. So, hier sieht man jetzt auch die Shader-Distanz. Da. Bis dahin geht nur der Shader. Es ist ein bisschen hart abgebrochen. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch irgendwie das hinkriege, dass das sanft übergeht. Aber es soll jetzt hier nicht weiter stören. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir müssen darüber. Oder auch nicht. Wir versuchen mal einfach mal hier runterzukommen. Es geht vielleicht einfacher. Aua. Aua. Und weiter. So, und so sieht das dann aus, wenn man mit einer Fackel in eine Höhle reingeht. Und so sieht das aus, wenn ein Creeper entgegenkommt. So, aber weiter. Jetzt machen wir hier weiter. Aua. Autsch. Geht nicht, klappt nicht, Mist. So, jetzt aber. Ja, du mich auch scharf. Ich will hier hoch. So. Jetzt geht das. Wunderbar. Oh, hier hinten haben wir nicht nur mehr. Hier hinten haben wir auch ein bisschen Gelände zum Erkunden. Ich weiß gar nicht, waren wir überhaupt schon mal hier hinten? Komplett? So wie es aussieht, nicht. Was könnte doch gewesen sein? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber so wie es aussieht, ringsrum alles Meer.
Ich hätte einen Kompass mitnehmen sollen. Weil wir haben uns schon mal auf einer Expedition verlaufen. Das war nicht gut. So, mal schauen. Ah, die Sonne geht auch bald wieder unter. Ah, jetzt sind wir hinten am Sumpfgebiet. Das heißt, wir kommen vielleicht hier doch ein bisschen terrain-technisch weiter. Mal schauen, wo uns unser Weg hinführt. Hopp. Und hopp. So. Ja. Dort mal was essen wieder. Und unter Wasser. Unter Wasser sieht das nicht ganz so spektakulär aus. Ein bisschen matschig das Ganze. Von oben hat man einen schönen Blick, von unten nicht ganz so. Die Viecher sind ein bisschen schwarz gehalten. Aber man kann ja nicht alles haben. So, auf jeden Fall Sandprobleme sollten wir eigentlich nicht haben. Das Problem ist, dass Sand an den Sand rankommen. Eine Höhlenerkundung hatten wir beim letzten Mal oder vor kurzem erst. Wobei, sehr viel erkundet haben wir da ja nicht. Das meiste war ja bekannt. So, zack, zack, zack. Und weiter. Ich hoffe, dass der Sumpf gut erkundbar ist. Da hinten geht es nämlich schön weiter. Scheint nach ein bisschen nach Land auszusehen. Da schwimme ich jetzt erstmal ein bisschen hin. Dumm-di-dumm. Ja, so sieht das halt aus, wenn es dunkel wird. So. Ja. Am besten jetzt nur noch mit dem Schwert bewaffnet rumlaufen oder halt mit der Fackel. Klasse ist natürlich auch unter Wasser. Fackel. Fackel. Keine Fackel. So. Wir sind an Land. Groß ist es nicht. Also werden wir gleich hier weiterziehen. Na gut, ich könnte jetzt auch auf Schwert verzichten und die Fackel in die Hand nehmen. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Da ist eine Höhle. Oh, ich würde mal sagen, da haben wir Land. So sieht das aus, wenn der Mond aufgeht. Schleim haben wir auch. Die werden wir jetzt aber nicht jagen gehen. Wir haben eigentlich genug Schleimbälle. Hopp. So, ich möchte eine kleine Expedition machen. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Ist mal was anderes. Wir haben in letzter Zeit viel gebaut. Wir haben auch viele Höhlenerkundungen gemacht. Ich habe mal gedacht, wir erkunden mal ein bisschen. Mal wieder. Spezielle Sachen suche ich nicht. Aber es kann ja nicht mal schaden. Vielleicht finden wir ja was, was man so gebrauchen kann. Das ist auch klasse. Hier hängt ein Baum in der Luft. Da ist ein Endermann. Den lassen wir zufrieden. Die Enderperle brauchen wir nicht. Hopp, hopp. Oh, den Zombie da können wir mitnehmen. Hopp, hopp. Und das Skelett nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, gut. Kann man natürlich auch gleichzeitig als bisschen XP-Farmen ansehen, das Ganze hier, wenn wir schon nachts unterwegs sind. Dafür sind wir hier ja und mit Monstern an unterwegs. Folgen wir dem Skelett? Nein, wir folgen dem Skelett nicht. Hopp. Und hier hoch. Ich will da hoch. Hallo. Interessant, interessant. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon wieder an so einer Meeresküste angekommen. Da kommt uns gerade ein Zombie besuchen.
der das Ganze nicht überleben wird. So.